Hallo liebe Naturfotofreunde, willkommen zu diesem kleinen Videotagebuch meiner Fotoreise nach Helgoland. Mitte April 2023 war ich zum insgesamt siebten Mal auf dieser wunderschönen kleinen Nordseeinsel zum Fotografieren, dieses Mal auch mit Frau und Kind, um quasi Familienurlaub und Fotourlaub zu kombinieren, was dort sehr gut möglich ist. Den fotografischen Aspekt davon, den habe ich für euch natürlich auch ein bisschen filmisch und fotografisch begleitet und darum geht es eben nun in diesem Video. Wir werden gleich vor Ort schalten und ich zeige euch meine Aufnahmen und meine Eindrücke von dieser schönen Nordseeinsel. Helgoland ist eine Insel, die im Wesentlichen, würde ich mal sagen, ja zwei Gruppen von Menschen anzieht. Einerseits die Tagestouristen, die da ein bisschen durch die Geschäfte laufen, weil man da eben zoll- und mehrwertsteuerfrei einkaufen kann. Die kommen mittags mit dem Schiff, fahren nachmittags mit dem Schiff wieder zurück. Da hast du ungefähr dreieinhalb Stunden Zeit auf der Insel. Das reicht vielleicht gerade mal, um einmal außen rum zu laufen und das war's dann auch schon. Und die zweite Gruppe oder Hauptgruppe an Leuten, die eben diese Insel besuchen, sind Ornithologen oder eben Tierfotografen oder auch beides. Denn Helgoland ist einfach eine winzig kleine Insel mitten in der Nordsee und auf diesem sehr, sehr engen Raum treffen eben sehr, sehr viele Vogelarten aufeinander, die vor allem zu den Zugzeiten im Frühjahr und im Herbst teilweise wirklich mit sehr, sehr vielen Raritäten und Seltenheiten da aufwarten. Und da ist es einfach egal, wann man da ist. Ich war selber schon zu verschiedensten Jahreszeiten dort, ist es einfach immer ein fotografischer Genuss und ich kann es wirklich jedem nur empfehlen, dort mal hinzufahren. Da gibt es eben die Hauptinsel, ein Felsblock im Grunde mit einer Wohnbebauung und einem Teil unberührter Natur und nebendran die Düneninsel, wo man immer mit einem kleinen Fährboot ungefähr 5 Minuten darüber fahren muss. Und da hat man eben den Strand voller Robben, dort auch einige Küstenvögel und am Felsen brüten eben Basstörpel, Trottelungen und viele andere Seevögel. Aber was soll ich euch groß erzählen? Ich habe es ja vor Ort gefilmt, von daher Film ab, viel Spaß mit diesem kleinen Video und los geht's. Wir starten mal direkt auf der Düne, denn da habe ich auch gewohnt. Und zack. Hallo, willkommen auf der Düne. Erster Morgen, diesiges Wetter. Ich bin ein bisschen hier schon mal unterwegs zu schauen und die ersten Bilder machen. Die Robben sind schon am Start. Ja, wie man an meiner Rudolf-Nase hier sieht, habe ich schon den ersten Ringkampf mit einer Kegelrobbe überlebt. Nee, Spaß beiseite, natürlich nicht. Man bleibt natürlich immer auf mindestens 30 Meter Sicherheitsabstand, um eben die Tiere nicht zu stören. Und trotzdem sind die hier sehr relaxed und es ist gerade keine Menschenseele hier. Es ist richtig schön, auch wenn der schöne Sonnenaufgang mit dem besten Licht natürlich ausgeblieben ist. Aber ich habe trotzdem schon mal ein bisschen die Tiere beobachten können. Es sind auch Möwen, Eiderenten und Austerfischer unterwegs. Und ja, das ist doch schon mal ein schöner Auftakt. Damit kann man arbeiten und mal schauen, was die nächsten Tage noch so bringen. So, ich zeige euch eben noch mal kurz unsere Behausung hier. Das ist nämlich auch ein absolutes Highlight. Dieses kleine Häuschen hier, ganz neu gebaut, steht hier mitten in der Düne, ganz einsam. Du hörst nur Vögel und Meeresrauschen außenrum. Richtig nice. Und ich gehe jetzt einfach mal die Kamera durch. Schaut es euch mal an. Wirklich sehr schön hier. Mitten in der Düne. Und wir gehen einfach mal rein. Und da sehen wir schon, das ist nicht sehr groß. Hat aber sogar ein Babybett für meine kleine Maus. Und auch sonst alles, was man braucht. Die Mädels spielen draußen. Und hier kann man sich richtig schön ablegen. Und wenn man rausgehen will, dann geht man einfach auf der anderen Seite wieder raus und ist eben mitten in den Dünen. Also, das lässt sich doch leben hier. Ja, das ist eben auch die Kehrseite der Medaille, wenn man in einem wunderschönen Tiny House wohnt. Das Geschirr spült sich eben nicht von selbst. Und da ist zwar eine ganz kleine Küche drin, aber keinerlei sanitäre Anlagen. Das heißt, auch wenn es nachts mal stürmt und peitscht, so wie gestern Nacht, und man mal aufs Klo muss, dann muss man entweder kreativ oder nass werden.
was ich davon gemacht habe. Das dürft ihr gerne mal in den Kommentaren raten. Nee, Spaß beiseite. Geschirrspülen muss man eben auch selber, auch wenn es mal ein bisschen nass und eklig und kalt ist. Da muss man eben durch, alles halb so wild, aber auch das gehört eben dazu. Jetzt aber mal wirklich mal los zu ein paar schönen Fotospots, denn darum geht es ja eigentlich hier. Weiter geht's auf den Lubbenfelsen. Ihr hört es wahrscheinlich schon im Hintergrund und seht es. Das ist diese einmalige Kulisse, diese riesengroßen Klippen an Buntsandsteinfelsen, die hier mitten im Meer stehen. Und da sind auch schon die Hauptakteure da hinten. Da seht ihr sie schon. Das sind die Bastölpel. Die sind hier in großer Zahl vertreten, neben ganz vielen Trottelungen, 13 Möwen, einigen wenigen Tortalgen und weiteren Seevögeln. Und ich habe jetzt hier die Abendsonne im Gesicht, werde jetzt gleich nochmal dieses Licht nutzen, um ein paar Bilder zu machen. Habe jetzt gerade den Blick. Hinter meiner Kamera zeigt sich gerade die lange Anna auf. Und es ist einfach eine wunderschöne Nordseekulisse. Und so lässt es sich den Abend ausklingen. Und dass ihr mich hier überhaupt versteht, ist schon erstaunlich, denn normalerweise ist hier eine richtig steife Brise, die hier richtig hart durchrauscht und einen frieren lässt. Heute ist es relativ windstill, das heißt, die Vögel fliegen nicht so sehr in der Luft, sondern sind eher quasi ein bisschen unten über dem Meeresspiegel unterwegs, weil sie nicht so einen guten Auftrieb haben. Aber dafür hat man eben als Fotograf ein bisschen es angenehmer und wird nicht so hart durchgepeitscht. Ja, es ist wie gesagt sehr, sehr schön hier. Ich war jetzt schon einige Jahre lang nicht mehr hier, aber es lohnt sich einfach immer wieder und es ist ein Genuss. Und ich bin froh, dass die Tonaufnahme überhaupt klappt und der Wind das eben nicht alles zunichte macht. Also, ran an die Bastölpel, los geht's! Neuer Tag, neues Glück. Heute ist purer Sonnenschein angesagt. Den ganzen Tag schon wolkenloser Himmel. Das heißt, fotografieren kannst du vergessen. Deswegen sind wir jetzt hier an den Strand gekommen und nutzen einfach den Tag zum Entspannen. Ist ja auch mal schön. Aber nachts kann man mit wolkenlosem Himmel vielleicht was machen und bekam eben die Idee, das hatte ich vor Jahren mal im Kopf, jetzt kam es mir wieder. Hier ist der Leuchtturm auf der Düne und da oben drüber hätte ich einfach gerne mal so eine richtig schöne Milchstraße gesetzt. Und ich habe das eben mal mit Fotopilz durchkalkuliert. Schaut sich hier mal an, ich blende es mal ein. Das könnte heute Nacht wirklich funktionieren. Das heißt, wenn es wolkenlos bleibt und ich das hinbekomme und ich die Motivation aufbringe, was aber sehr wahrscheinlich der Fall sein wird, nachts um 3 Uhr aufzustehen und einmal in der Finsternis quer über die Insel zu laufen, dann kriegt ihr gleich einen richtig coolen Milchstraßenshot. Wow, da bin ich wirklich sehr begeistert, dass dieser Milchstraßenshot so gut geklappt hat und dass auch die ganze Zeit auf der Insel einfach eine wunderschöne Woche war.
Gleich gibt es noch die Slideshow mit meinen besten Tierfotos von eben dieser Reise. Auch gerne dranbleiben und euch das noch anschauen. Und noch zwei Hinweise vorab, bevor es die Bilder gibt und wir das Video damit dann auch schließen. Zum einen, wenn dich eben genau dieses Milchstraßenbild interessiert, dazu werde ich nochmal ein separates Video machen. Wenn es inzwischen schon, wenn du dieses Video gerade anschaust, schon online sein sollte, dann leuchtet es hier oben jetzt gleich auf, beziehungsweise ist auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Da werde ich nochmal den gesamten Aufbau darstellen von der Ideenfindung. Wie kam ich überhaupt dazu, das Bild zu machen? Warum ist das Bild etwas Besonderes, was bisher kaum jemand gemacht hat? Und wie habe ich das aufgenommen? Wie habe ich das nachbearbeitet? Den kompletten Workflow werde ich euch da alles nochmal zeigen. Und wenn du eher der Vogelfotograf bist, dann schau doch bitte unbedingt mal in mein Gratis-E-Book rein, Fliegende Vögel fotografieren. 40 Seiten Praxistipps für Vogelfotografen. Da kann man auch gerade auf Helgoland, wo eben sehr viel Flugaction ist, einiges davon direkt anwenden. Und das kostet, wie gesagt, gar nichts. Gerne mal die Videobeschreibung aufklappen, da ist ein Link, wie du das bekommen kannst. Es ist quasi das Eingangstor in meinen E-Mail-Verteiler, wo ich quasi jeden Monat einen kurzen Newsletter rausschicke und euch darin ein paar Hinweise gebe zu interessanten Fotos oder Dokumentationen oder Videos oder Equipment. Und als erste Mail bekommst du quasi als Dankeschön, dass du dich dafür einträgst, dieses E-Book geschenkt. Und wenn du weitere Orte wissen willst in Deutschland, wo es sich besonders lohnt, wie zum Beispiel hier auf Helgoland mal hinzufahren zum Fotografieren, dann gerne auch mal das zweite E-Book anschauen, Location Scouting für Vogelfotografen. Auch da ist ein Link in der Videobeschreibung mit ein paar näheren Infos. Und jetzt aber genug der Eigenwerbung. Ab geht's mit der Bilderstrecke und ich sage Peace out und ciao und bis zum nächsten Mal.